Thank you.
so da, gell? Und dann sagt er so, schau, so macht man das. Und streicht meiner Schwester einfach über den Oberschenkel. Ja, das darf man nicht. Und schon gar nicht bei meiner Schwester. Warum mag ich es eigentlich, wenn ich mich da unten anfasse? Also wenn ich groß bin, dann fahre ich überall hin, wo ich bin. Und ohne zu fragen, ja? Jetzt packe ich meinen kleinen Koffer und ziehe zu meiner Oma. Na, weil ich wütend bin. Wann ist man eigentlich wirklich schön? Also ich glaube, ich bin's nicht. Mutter, Vater, Kind spielen. Und ich bin immer die Mama. Ihrem Verkaufen tue ich auch am liebsten. Hey, und da gibt der eine dem anderen eine Tintenpatrone, ja? Und der beißt drauf und ist überall blau. Also da muss ich echt lachen. Alle lachen. Sie lachen gerne. Ich bin so lustig, sagen sie. Ja, wenn ich nicht da bin, gibt's nichts zu lachen. Und wir fahren mit dem Zug und ich gehe aufs Klo. Und als ich zurückkomme, fragt mich die Trainerin, ob ich mich auf die Muschel gesetzt habe. Keine Ahnung, ist das schlimm? Also irgendwas fehlt hier. Warum nimmst du mir meine Sachen, ohne zu fragen? Hey, und dann legst du es nicht mal zurück, weißt du? Ich rede nicht so viel. Das mögen die Menschen nicht. Das ist ihnen unheimlich. Aber warum eigentlich? Also manchmal wäre ich gerne ein Mann. Es gibt diese Ratgeber, wo drinnen steht, wie man sich als Frau verhalten muss. Und in diesem Ratgeber, also in diesem Ratgeber steht drinnen, das ist eigentlich kommt es nur darauf an, wie man sich als Frau in dieser Phase verhält. Man muss immer dünn sein. Man muss einen schönen Körper haben. Man muss schön sein. Man muss besonders sein, wenn man ganz nach oben kommen will.
glotzt du mich so an? Man darf doch mal schauen, oder? Ist dir nicht verboten, oder? Verpiss dich, du verdammter Wichser. Du meinst also, dass du dein ekelhaftes Gesabber nachsagen kannst, wie du willst, hä? Nein, kannst du nicht. Ich dulde es nicht mehr ansehen zu müssen, was tagtäglich abgeht und ich selber erleben muss. Ich lasse mir den Mund nicht verbieten, von keinem und niemandem. Warum muss ich mich dafür rechtfertigen, dass es kein Kompliment ist, wenn man mir auf der Straße nachpfeift oder geiler Arsch, nettes Gesicht oder Sushi-Rolle nachruft? Und bevor ich es vergesse, Baby ist nicht mein Name. Ich will auch keine Plakate mit Frauen im Stringtank ansehen müssen und es super wie selbstbewusst doch reinschauen finden und selber darin kein Problem sehen. Denn es schadet dir nicht. Und das bisschen Körperstress? Meine Güte, es gibt wichtigere Probleme. Aber es handelt sich ja nur um eine Minderheit, die es so sehr stresst, dass sie essgestört oder depressiv werden. Vergewaltigung gab es ja auch schon vor Leuchtwerbungen und Bushaltestellen. Jedoch nehmen sexuelle Übergriffe nicht ab, obwohl wir heute emanzipiert und kultiviert sind. Puh, ich bin also eine hysterische, überempfindliche Zicke. Selber schuld, hä? Ich bin also selber schuld. Welche Schuld? Pass mal auf. Eine Freundin von mir war mit einem Typen unterwegs, die sie nicht wirklich gut gekannt hat. Sie haben was getrunken und sie auch. Die Typen fingen sie an zu grapschen. Sie hätten nichts trinken müssen. Selber schuld. Wahrscheinlich hatte sie auch einen Tanktop und einen kurzen Rock angehabt. Selber schuld. Warum ist sie überhaupt in ihn gegangen? Selber schuld. Auf den Selfies lachen alle, sie nicht. Am Ende hieß es, das war ein Kavaliersdelikt. Um es klarzustellen, es gibt kein Kavaliersdelikt. Das Wort allein ist schon eine Verhöhnung. Und noch etwas. Das alles hat nichts mit Sex zu tun, sondern nur mit Macht. Thank you.
mir weg. Ich hole mir von jeder Schwester, was ich brauche. Aber ich gebe auch von mir alles. Mit den Schwestern gewinne ich Spiele, die ich normalerweise nie gewinne. Ich denke für 5. Ich fühle mich wohl mit den Schwestern. Auch wenn ich stinke. Das ist schön. Ich muss nicht schön sein. Ich muss einfach nur ich sein. Na, man muss nicht blutsverwandt sein, das heißt nur so. Man muss auch keine Schwester haben. Aber man muss wahrscheinlich weiblich sein. Oder sich zumindest so fühlen. Ja. Thank you.
Thank you.
Do you think I'm cute? Yes or no? Yes? Sorry, I've farted. This bitch had the nerve, the audacity to touch my motherfucking hair. Do not touch my hair. No, 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 no. Okay? You look very good today. Very? I look excellent, bitch. Don't ever say I look very good. Bro, this shit pissed me off every fucking time. I got 10 fucking nuggets, bitch. Give me some fucking sauce. Yeah! Ganz übel, das ist ja schrecklich. Diese Art zu singen, das ist so, da fällt mir echt der Pimmel ab. Das ist das Allerschlimmste. Ich habe mir das jetzt den ganzen Morgen mit angesehen. Ich bin hier, um Ihnen verdammt nochmal zu sagen, was für ein geiler Typ Sie sind. Beate, was guckst du mal, da bin ich Foto oder was? Das ist nicht sexy, red dir doch den Scheiß nicht ein. Das ist blaues Licht. Und was macht es? Es leuchtet blau. Versteht. Stop putting your banana in my face. I don't even want it. Boop! Wenn man keine Ahnung hat, einfach mal Fresse halten. Wenn man keine Ahnung hat, einfach mal Fresse halten. Wenn man keine Ahnung hat, einfach mal Fresse halten. Wenn man keine Ahnung hat, einfach mal Fresse halten. Thank you.
halbes Leben damit verbracht, mich dafür zu hassen, wer ich bin. Wie immer nur versucht, etwas zu werden, was ich nie werden kann. Und vielleicht auch nicht muss. Aber ich dachte mir, wenn Frau sein heißt, nur passiv, abhängig und ein Opfer zu sein, dann musste ich mich eben zu einem Mann umprogrammieren. Das ist mehr oder weniger die Geschichte davon, wie ich versucht habe, meiner scheinbaren Unterwerfung zu entkommen. Indem ich mich entschieden habe, meine Identität zu wechseln und mich anzupassen. Ich musste aufhören, mir darüber Gedanken zu machen, wie ich gefallen könnte, um mich mit großflächigen Weltthemen beschäftigen, um unverwundbarer zu werden. Aber sobald mir jemand gefällt, will ich natürlich auch attraktiv auf die Person wirken. Und was als attraktiv, schön oder sexy gilt, ist nun mal sehr standardisiert. Ich habe dann oft gewünscht, keine Sexualität zu haben und keine Anziehung zu verspüren. Weil mir das dann alles so gleichgültig sein könnte und ich müsste mir nicht im Kopf mal den Kack zerbrechen. Und dann könnte ich einfach nur das tun, worauf ich Lust hätte, wenn ich davon frei wäre. Aber warum soll ich mich unweiblich fühlen? Nur weil ich mal meine Beine nicht rasiere? Oder breitbeinig da sitze oder auch Frauen mag. Es ist auch keine Schande, gegen mich im Basketball zu verlieren. Warum soll mir das Weiblichkeit wegnehmen? Warum soll ich mich mit meinem biologischen Geschlecht unwohl fühlen, wenn ich nicht das tue, was andere unter Weiblichkeit verstehen? Wenn ich mich männlich verhalte, liegt das daran, dass mir das andere zuschreiben, nicht weil ich das selbst so empfinde. Ich will ja kein Typ sein. Ich brauche kein anderes Geschlecht. Ich brauche ein anderes Verständnis vom Geschlecht. Ja. Thank you.
erwachsen war, habe ich begonnen, mich weiblich zu kleiden. Früher habe ich mich nicht hübsch genug dafür gefühlt und ich war zu unsicher. Bis ich 20 war, hatte ich hüftlange Haare. Dann habe ich sie auf null abrasiert. Das war so befreiend. Ich spiele nicht scheiße Fußball, weil ich ein Mädchen bin. Ich spiele scheiße Fußball, weil ich es nie geübt habe. Ich darf nicht weinen. Ich darf keinen Wettkampf verhauen. Ich darf mich nicht einfach hinsetzen. Ich darf nicht zeigen, dass ich müde, schlecht drauf oder wütend bin. Ich darf keine Schimpfwörter verwenden. Ich darf keine Süßigkeiten oder ungesunde Sachen essen. Ich darf überhaupt nicht viel essen. Ich hasse es, wenn man mir ständig sagt, dass ich zu dünn bin und mehr essen soll. Das ist genauso, wie wenn ich zu jemandem sage, dass sie abnehmen soll, weil sie zu fett ist. Ein Typ meinte mal zu mir, ich soll nicht weiter so viel fressen, weil mich sonst kein Mann will. Essen. Ständig dreht sich alles nur ums Essen. And when I got to my first period, my mom told me, now, if a boy puts his little pea into your little butterfly, you can make a child. And I told her, thanks for the information. That's a very delicate way to say it, but I already know much more than that. Manchmal, wenn mich Leute gefragt haben, wo ich herkomme, meinte ich, aus der Vagina von meiner Mama. Ich habe manchmal voll die Komplexe, wenn ich mir die Models in der Werbung ansehe. Ich frage mich, warum die so perfekt aussehen und ich nicht. Aber eigentlich vergesse ich, dass die auch nur retuschiert und hintrapiert sind. Ich habe meine ganze Jugend damit verbracht, mir Gedanken darüber zu machen, was in mir nicht passt und was sich ändern soll. Ich war immer zu fett, immer zu schier, immer zu chinesisch, immer zu unproduktiv und ich habe den ganzen Tag nur ans Abnehmen gedacht. So viel Besseres in der Zeit machen können. Also ich wollte mir früher mal meine Nase operieren lassen. Das hatte ich mir fix vorgenommen. Aber irgendwann habe ich dann gemerkt, dass sie einfach zu mir gehört. Und dass ich dann ja nicht mal 100% ich wäre. Ich musste mir meinen Kiefer operieren lassen. Wegen meiner Zahnstellung. Anatomisch gesehen war mein Kiefer nicht richtig. Mein Kinn war zu abfallend. Die Ärzte haben dann eine OP gemacht und so ganz nebenbei wurde noch eine Schönheitsoperation draus. Ich wollte das nicht, aber es wurde halt eine gemacht. Für mich war es der totale Schock, denn ich habe mich im Spiegel nicht wiedererkannt. Ich kann mir auch die Fotos von früher nicht mehr ansehen. Wenn ich könnte, würde ich sie alle neu machen lassen. Ich habe dieses Muttermal auf meinem Gesicht. Alle fragen, was das ist. Und sie haben viel Fantasie. Sie meinen, es sei Schokolade, dass ich mich verletzt habe, dass es ein Tattoo ist. Oder sie denken, ich mache mir das selbst mit einem Kugelschreiber. Am Bahnhof hat ein fremder Mann mir einfach in den Schritt gegriffen. Es war nur eine Sekunde, keiner hat es bemerkt. Er ging dann einfach an mir vorbei und tat so, als wäre nichts passiert. Dieser unangenehme Druck von seiner Hand, die Wärme spüre ich immer noch. Es war so erniedrigend. Einmal beim Wettkampf, da haben wir so in der Nebenhalle trainiert und da waren so ganz große Glasscheiben. Es war schon ziemlich dunkel und ich schaue so raus. Und dann steht da draußen so ein Mann mit den Hosen unten und holt sich einen runter. Also ich meine, wir Mädchen geben alles. Wir kämpfen um Schwitzen, um wirklich gut zu sein. Und dann steht da draußen so ein Typ und geilt sich an uns auf. Früher haben wir so fremde Kinder auf der Straße oder so Schlitzauge, Ching-Chang-Chung zugerufen. Und Anfang im Gymnasium, da haben wir so eine Doku geschaut über Seepferdchen. Und eben, dass in China gegessen werden. Nach dem Film haben mich dann alle Seepferdchenmörderin genannt. Bei den Olympischen Spielen in London hat uns der damalige Sportminister als Touristen bezeichnet, da wir keine Medaille gewonnen haben. Das hat mich so aufgeregt. Ich meine, wir haben so hart gekämpft, um uns überhaupt zu qualifizieren. Da habe ich dann beim Interview vor laufender Kamera geweint. I'm a crybaby. I cry so much. Also for good things. Ein Kumpel von mir hat mich letztens gefragt, ob ich sein Fuckbody sein will. Seitdem ekelt es mich vor ihm. Wir haben zu Hause nie wirklich miteinander geredet. Deshalb ist mein Chinesisch ziemlich scheiße. Und wir konnten keine richtigen Gespräche führen. Aber wenn wir mussten, waren unsere Dialoge in zwei Sätzen erledigt. Ich bin sehr zufrieden mit meiner Größe. Ich mag es, dass ich klein bin. Ich passe überall rein.
und mich können alle immer sehr gut umarmen. Ich hatte einmal einen Freund, der wollte, dass ich kein Deo verwende. Das war eigentlich ganz schön. Er wollte mich riechen. Ich konnte also auch stinken. Ich bin wütend. Wenn ich wütend bin, dann bewegt sich etwas. Dann ist die Starre weg und dann bin ich nicht mehr das stille Mäuschen, das alles hinnimmt. Meine Augenbraue ist zu hoch. Und wenn ich eine Sonnenbrille trage, steht immer eine Augenbraue raus. Ich habe ein Spoke-Ohr. Ich habe eine verdrehte Zehe und mein rechter Busen ist kleiner. Mein linker Busen ist größer als der andere. Das liegt am Herz. Na, das liegt daran, dass du Rechtshänder bist und mehr mit der rechten Hand machst.